Der unglücklichste Mario Kart-Moment aller Zeiten. Mein Controller wäre geflogen. Und zwar ist der gute Mann auf dem ersten Platz und bekommt erstmal einen Bumerang ins Gesicht. Der blaue Panzer hat auch kein Erbarmen und fetzt ihn komplett weg. Wie ich war Luigi-Spieler. Danach wirft Rosalina im perfekten Moment ihre Rote nach hinten, aber wenigstens konnte er damit den Blitz dodgen. Der Pilz in die heilige Bananenschale rein. War dann nicht so schlau. Dann wird er natürlich nochmal vom einen Stern überfahren und die Bombe hat auch keinen Bock auf ihn. Fazit letzter. Ganz klar.